Oh, das ist so perfekt. Das ist so perfekt. Die Gesichtsausdrücke von den ganzen Politikern passt einfach nur wie die Faust aufs Auge. Merkel, hier hinten, wer auch immer das ist, Steinbrück, glaube ich. Obama müsste ich jetzt ein bisschen ersetzen, weil mir kein einziger deutscher Politiker mehr eingefallen ist. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu einer neuen Photoshop Palace. Diesmal haben wir die Idee von Tamiro und er hätte gerne ein Film von Poster von The Expendables, wie die alle aufgereiht sind und das Ministerium, die Merkel als Stallone und die Minister an der Seite. Finde ich eine saugute Idee. Ich wollte schon immer mal einen Filmposter photoshoppen und nicht nur YouTuber. Endlich habe ich die Chance. So, die Expendables und die gute Merkel kommen ja auch noch rein. Perfekt. Allein das ist eigentlich schon Photoshop alleine wert. Guckt euch diesen Gesichtsausdruck an. Der passt so perfekt zu dem. Das Ding wird mit jedem Politiker einfach nur geiler. Mir gehen aber so langsam die Politiker aus. Mir fallen nicht mehr so viele ein. Ein paar habe ich noch. Mal gucken, wen ich noch so als Ersatz nehme. Das ist so perfekt, das ist so perfekt. Die Gesichtsausdrücke von den ganzen Politikern passt einfach nur wie die Faust aufs Auge. Merkel, hier hinten, wer auch immer das ist, Steinbrück, glaube ich. Obama müsste ich jetzt ein bisschen ersetzen, weil mir kein einziger deutscher Politiker mehr eingefallen ist. Und Putin noch ganz hinten in der Reihe. Aber auch hier de Maizière und... War das Westerwelle? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall super geile Gesichtsausdrücke. Es fehlt aber noch ein bisschen der Pep. Es fehlt noch der Pep. Wir sind noch nicht fertig. Das nenne ich mal Berlin. Das ist mal Action. Ich taufe das Ganze mal. Guck mal, das jüngste Gericht. Nein, viel besser. Viel, viel, viel besser. Das Bundesgericht. Bundesgericht. So muss Politik aussehen, oder? Es folgen jetzt noch ein paar Photoshops, die ihr mir eingesendet haben. Zum Beispiel die von Crazy Joey sind das jetzt. Falls ihr auch Photoshops habt oder Fanarts, die ich hier zeigen soll, dann sendet es mir ruhig ein und blende ich das hier in dem Video ein. Klickt hier oben links auf das i, dort findet ihr weitere Photoshop-Videos. Gebt der Folge mal einen Daumen hoch und abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Gebt mir Flosse. Flop.